Ein Hallo von mir und ein herzlich Willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zu einem Handwerkerguide von 69 bis 70. Wir sind im Endspurt und ganz wichtig, wir werden es clever machen. Und zwar, erstens, wenn ihr diese Meisterbücher noch nicht habt, ist jetzt die Zeit, um die restlichen fertig zu machen. Mit rote Scheine. Wie funktioniert es? Ganz einfach, Rowenas Haus der Wunder. Und hier guckt ihr einfach, wo es am meisten gibt. Sucht euch das wirklich heraus, wo es am meisten gibt. Ich gucke jetzt gerade bei mir, was ich machen würde für die roten. So wie hier zum Beispiel, dieser Kutsu-Rock der Magie. Der ist auch okay zum Herstellen, auch durch diese Kutsu-Fäden und ist kein Särgenzeug. Also das wäre zum Beispiel optimal mit 172. Es sind nicht wirklich, oder Tigerleder-Kodex, das ist auch gut. Also es sind nicht wirklich viele zu machen. Und deswegen guckt, dass ihr das fertig habt. Das zweite, wo ihr clever sein könnt, und zwar als Beispiel beim Goldschmied, guckt ganz genau in euer Notizbuch. Denn so wie hier zum Beispiel, das ist Level 70, das können wir noch nicht craften, sind wir noch nicht. Sondern wenn ich gucke bei 69 zum Beispiel, guck mal hier, Palladium-Nadel für Weber, Stufe 70 schon. Das heißt, wir können jetzt schon anfangen, uns Werkzeuge und so weiter herzustellen für unseren Level 70. Stellt vielleicht eins mehr her, dann können wir das am Markt verkaufen. Wir werden das gemeinsam machen, ich werde so eine Palladium-Nadel herstellen. Eine habe ich schon hergestellt, gebe ich ganz ehrlich zu, die habe ich schon am Markt um 400.000 Gil verkauft. Ja, die war innerhalb kürzester Zeit weg. Hier werden wir jetzt nur gucken, dass wir die craften können. Wir werden unsere Zwiebelsuppe einwerfen wie immer. Das heißt, die werden wir hineintun. Ich habe geguckt, es ist halt relativ knapp mit der Kunstfertigkeit. Also ihr müsst schon gucken jetzt, also nicht böse sein, aber wir sind Level 69. Wir müssen echt gucken, dass wir jetzt mit dem, was wir haben, also wenn jetzt irgendwer sagt, ich habe nur 700 Kunstfertigkeit, ja, na, dann funktioniert es halt nicht. Ja, das ist ganz klar. Also ich habe immer noch das Gear, was wir die letzten 2-3 Folgen gehabt haben. Das heißt, ihr seht, ihr habt immer noch diese Kunstfertigkeit jetzt eben 1079 durch die Zwiebelsuppe und hier jetzt beim Goldschmied keinen Jobkristall. Wenn ich jetzt als Weber zum Beispiel gehen würde, hier ist es einfacher. Der hat natürlich auch den Jobkristall. Hier habe ich dann um 20 mehr überall. Aber ich mache es wieder mit meinem Goldschmied. Ich switche zurück. Als allererstes wollen wir uns gucken, und zwar diese Palladium Nuggets. Wenn wir uns die angucken im Synthese-Rezept. Die sind Belastbarkeit 40, Level 68. Hier verwende ich immer noch unser Makro, das wir von Level 64 haben. Ich will eins mit euch craften, denn es funktioniert. Es ist jetzt natürlich logisch, es wird jetzt nicht 100% HQ. Das ist unmöglich. Aber ich sage, für das, wofür es wir jetzt brauchen, reicht das Makro vollkommen. Ich werde es nicht anfangen. Guckt mal auf meine XP-Leiste. Ich bin jetzt die Hälfte von 70 entfernt. Also ich werde hier jetzt nicht großartig anfangen, mein Gear zu ändern oder HP reinzutun oder sonstiges. Das heißt, ich craft immer noch mit diesem Level 64, 66, 40er Makro mit 451 HP. Ich bin halt sehr zufrieden. Wie gesagt, ich muss es mit zwei Abschluss machen. Das heißt, ich muss das verwenden, wo ich zwei sorgfältige Bearbeitung, drei zum Ende habe. Und dann wird es auch fertig, ja, eben weil es so ausbalanciert ist. Natürlich, es wird nicht HQ, weil der Wert immens ist schon. Also 12.500 von null weg. Mit dem Gear, wenn wir ehrlich sind, ich habe das manches Gear davon seit Heavens war. Das ist 10 Level. Und ja, ich craft immer noch damit. Also ich kann wirklich nicht mich beschweren, was das Gear betrifft oder auch meine Ausrüstung betrifft. Also das vorweg. Guckt einfach, dass ihr es hinbekommt. Und jetzt seht ihr, wir sind bei der Hälfte, wir haben 788. Also es geht sich hier aus ohne Probleme mit diesen zwei Endmakro eben. Ja, wo wir eben zweimal die sorgfältige Bearbeitung 3 haben. Mit dem werden wir es halt abschließen. Wenn ihr guckt, okay, exzellent. Okay, das ist ja ein bisschen unfair jetzt durchs exzellent. Es sind ja nicht wirklich viel schief gegangen. Aber rechnet nicht damit, dass es so viel wird. Ihr werdet irgendwo bei so wie jetzt, ohne bei großer Schritte, ihr werdet dann irgendwo hier bei 30% oder so landen. Ja, also nicht wundern, das Ding ist einfach nicht 100% HQ. Ganz einfach. In dem Fall was Glück durch das Exzellent, gebe ich ganz ehrlich zu. So, jetzt gucken wir. Wir müssen ihn herstellen, und zwar diese Palladium-Nadel. Ich habe auch diesen Schiefer-Wetzstein selbst hergestellt, diese Nugget selbst hergestellt, den Zelkhofen-Bauholz hergestellt. Also ich level immer noch meine anderen, also das ist Goldschmied, Goldschmied, das war beim Zimmerer. Also ich mache immer noch damit alles weiter. Ich werde jetzt so anfangen, ich werde den auf 0 lassen. Das heißt, ich fange mit 2479 an, habe immer noch über 10.000 Weg. Und jo, gucken wir uns das Makro an. Aber ich kann euch gleich vorweg sagen, es funktioniert.
wir nehmen immer noch unser Makro, das wir, wie gesagt, seit Level 64 verwenden, mit diesen 446 HP. Das Einzige, zum Schluss wird es halt eng, ich sag's ganz, starten wir es einmal, dass ich reden kann, während es läuft. Zum Schluss wird es halt eng. Also wer hier mit der Kunstfertigkeit nicht hinkommt, gebe ich ganz ehrlich zu, es wird hier wirklich, wirklich eng. Das liegt halt einfach daran, ja, es ist halt ein Level 69 Craft und das Makro verwenden wir jetzt so schon seit 5 Level. Man kann es natürlich umstellen, aber wenn ihr das so schafft wie ich jetzt, bis jetzt diesen Weg, dann habt ihr mit dem überhaupt kein Problem. Und vor allem, so wie jetzt, wenn wir diese Nadel herstellen, wir haben dann schon Werkzeug für unseren Weber, eben für Level 70. Und das ist schon gewaltig der Unterschied, wir können uns den gleich angucken. Aber hier guckt euch das jetzt an, das heißt, wir haben jetzt noch das Makro 2. Und hier seht ihr dann, es wird nicht fertig. Und ihr werdet auch am Wert sehen, dass es halt relativ eng ist. Ich habe 7 HP über. Ich kann es mit entweder mit der sorgfältigen Bearbeitung 3 machen oder mit der 2. Also ich zeige es euch gleich. Ihr müsst halt da wirklich gucken, wie weit euer Fortschritt ist. Also hier müsst ihr wirklich genau schauen bei der Kunstfertigkeit. Es ist halt wirklich, ja, es ist auf Österreichisch echt arscheng. Ja. HQ wird es auf jeden Fall. Also hier haben wir überhaupt kein Problem. Also um HQ zu beenden, gibt es null Probleme. Also da ist das Makro echt extrem stark. Schaut, dass ihr ein, zwei HQ-Materialien vom Anfang an verwendet und der Rest ist dann überhaupt kein Problem und so. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir noch eins über. Und das waren 343, waren es auf der sorgfältigen Bearbeitung 3. Und mir fehlen 253, fehlen mir, ja. Und die kann ich aber auch mit der sorgfältigen Bearbeitung 2 machen in meinem Fall. Ich zeige es euch nur, würde auch gehen. Ihr müsst halt hier ganz genau gucken, das sind 274, also ganz knapp drüber. Hier müsst ihr wirklich ganz genau gucken, ob euer Kunstfertigkeit einfach reicht. Und wenn ihr jetzt guckt, für einen Weber, Weber haben wir gemacht, eine Webernadel. Und wenn wir hier jetzt vergleichen würden, ich mache es jetzt nur auf, ich mache meinen Charakter auf und auch das Teil, was wir hergestellt haben. Wenn wir hier gucken jetzt, das war diese Nadel, die wir jetzt verwendet haben mit Level 65. Wenn wir die jetzt auf Vergleichen klicken, das ist natürlich dann schon ein Riesenunterschied. Und ich werde auch einen Guide machen, wie ihr dann eure Sachen craftet. Und ihr seht hier, das ist gewaltig. Guckt euch den Unterschied an in der Kunstfertigkeit und in der Kontrolle. Also das ist schon heftig. Das sind 71 mehr. 71 mehr Kunstfertigkeit, nur von der Haupthand. Also das ist schon echt gewaltig. Und hier müsst ihr ganz genau gucken, seid clever. In dem Fall wirklich, ich appelliere an euch, seid wirklich, wirklich clever. Guckt einfach, geht zum Marktbrett. Ich zeige euch, wie ich es mache zum Beispiel. Und jetzt sage ich zum Beispiel, okay, für meinen Weber. Und hier stellt manuell um. Also ihr guckt zum Beispiel, so wie bei der Webernadel oder Zimmermannszeug, stellt das auf manuell auf 70, okay, der ist schon 70 so. Stellt es hier auf manuell auf 70, dann zeigt euch, was ihr braucht. Zum Beispiel diese Molybdenpfeile im Grobschmied. Das heißt, ich wechsle jetzt zum Grobschmied. Ich habe hier das Menü, Grobschmied. Und diese Molybdenpfeile. Und wenn wir gucken, Molybdenbarren, wo ist die Pfeile? Stockhammer. Pfeile, hier ist sie. Also das ist schon 70er, ist aber die Nebenhand. Ich habe mich verguckt. Ihr müsst die Haupthand natürlich gucken. Und Haupthände, so wie hier zum Beispiel, guckt mal Gerber. Das ist ein Level 69 Craft. Das heißt, ihr könnt mit euren Gerber, für einen Gerber, mit dem Grobschmied zum Beispiel, für einen Gerber, stellt euch das her und präpariert euch schon die Haupthand für Level 70. Seid wirklich clever. Das heißt, macht als erster diese Sachen. Und ein Tipp, den hätte ich fast vergessen. Macht eure Quests. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich habe meine Quests gemacht und die bringen immens. Die sind der Hammer. Also die Handwerker-Quests, so wie hier, ich habe es jetzt bis 68 gemacht. Die XP waren der Hammer. Ich habe sicher ja, fast ein Level nur mit den XP gemacht. Jetzt ist die richtige Zeit. Macht es nicht später, macht es jetzt. Macht jetzt diese ganzen Quests. Ihr seht, ich habe jetzt alle auf 68. Nur die 70er natürlich noch nicht. Und haben wir überall die XP geholt. Und wenn ihr guckt bei mir, ich habe noch nicht viel gecraftet, ich gebe es ehrlich zu. Und das, was ich hier alles habe, diese ganzen 69, ihr seht, wie weit die sind. Das habe ich alles mit den Quests gemacht. Hier brauche ich nur mal ganz wenig craften, um fertig zu sein. Das heißt, ich werde meine Haupthände machen, werde noch ein paar rote Scheine machen. Und dann, ja, haben wir alle auf Level 70. Weiter geht's mit einem Guide. Wenn ich Level 70 bin, erstens, dass wir uns das Zeug selber craften. Und ich werde einen Guide machen für gelbe Scheine. Denn die gelben Scheine, die sind schon ein bisschen anders zu craften. Wenn wir gucken, Rowenas Haus der Wunder. Ich habe beim Zimmerer, habe ich schon, wenn ich hier gucke, dieses Schleifrad, Synthese-Rezept suchen. Hier zum Beispiel 2900 bei 13.000 Qualität. Das heißt, ich werde euch natürlich ein Level 70 Crafting präsentieren.
Ich hoffe, der Guide hilft euch weiter. Ist im Grunde jetzt nur so ein Update, verwendet das weiter. Macht die Tipps, die ich euch erzählt habe. Es ist wirklich wichtig, Quests machen. Macht euch die Haupthände schon mal für eure 70er und so weiter. Das könnt ihr alles jetzt schon machen, denn es zählt immer XP. Die XP-Leiste läuft immer noch mit. Somit, ich bedanke mich fürs Zugucken. Würde mich um Kommentare und Like natürlich freuen. Somit ein Tschüss von mir, ein Tschüss von eurem Charles. Bis zum nächsten Mal.